es gibt jedenfalls genügend Verehrer. Ja? Wie ist das für Sie? Wie gehen Sie damit um? Wie gehe ich damit um? Solange die respektvoll mit einem umgehen, ist das alles in Ordnung. Und natürlich ist es schön und jede Frau freut sich über Komplimente und so. Wobei für mich viel schöner ist, wenn Frauen kommen und sagen, hey, das ist toll, was du machst. Und, weil das ist dann wirklich, wenn Frauen Komplimente geben, das ist dann wirklich richtig ehrlich gemeint. Männer kann man schneller begeistern. Ist das so? Ja. Ja. Was sind denn Ihre überzeugenden Argumente, sag ich mal, um einen Mann einzuwickeln? Um einen Mann einzuwickeln? Ich will das gar nicht so auf die Männer beziehen. Ich glaube, das ist einfach, sobald man irgendwie authentisch rüberkommt und einfach so ist, wie man ist und auch mit dem Thema Erotik locker umgeht. Also ich gehe allgemein mit dem Thema Nacktsein, Sex und so sehr locker um. Red auch sehr viel drüber, wenn mich irgendjemand fragt oder so. Ich muss ganz viele Fragen mal beantworten. Gerade Mädels, die dann immer kommen, ja, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Oder auch Männer, ja, die dann irgendwie bei der Autogrammstunde, hey, ich hatte mal eine Frage. Da bin ich echt offen und locker und das ist, glaube ich, das, was die Leute auch mögen. Ja? Einfach was... Normale Antwort und nicht irgendwie, oh Gott, da darf man nicht drüber reden oder hey, ich arbeite zwar damit, aber eigentlich will ich damit nichts zu tun haben. Das passt dann auch nicht, ja. Also man muss schon dazu stehen und ja, das ist, ja. Was sind denn für Fragen, die so kommen? Oh Gott, was ganz unterschiedlich. Also keine Ahnung, zum Beispiel Frauen von, wie schminkst du dich, wie machst du deine Haare, wie rasierst du dich, wie schaffst du das, dass was weiß ich, keine Pickelchen entstehen oder dann Sexfragen natürlich auch, ja. Bei Männern auch Sexfragen oder wie mache ich das bei einer Frau richtig oder also wirklich querbeet alles, ja.